Muss ich erstmal wieder ganz zurück. Vor allem eigentlich kann ich das nächste Mal das Spiel einfach verlassen, wieder reinkommen, das Spiel laden lassen. Und wenn ich das Spiel geladen lassen habe, dann die Kuh ist schon wieder weg. Jedes Mal. Aber ich will ja erstmal sowieso Blutfion kaufen. Ich meine, ich kann diese Zeichen eines guten Jägers auch erst verwenden mit einem Kampf. Jetzt war ich ja nicht mit einem Kampf. Hätte ich eigentlich genauso gut auch, oh, die Kanone kostet 18.000. Krass. Gut, dass ich so gefunden habe. Blutdinger, 14 Stück will ich. 7.500. Warte, wie viel brauche ich denn pro Level? Ich guck mir erstmal, ob ich leveln kann und dann kaufe ich Dinger. Erstmal wieder zurück zum Krankenzimmer. Und wieder hin. Hin und zurück. Jedes Mal dasselbe. So, und wieder hin. So ein doofer Scheiß. Da ist sie wieder. Weil ich hätte nicht mein Jägerabzeichen nutzen sollen, sondern ich hätte einfach das Spiel verlassen und neu laden können. Dann wäre ich nämlich wieder auch an der Laterne gewesen und hätte einfach wieder zurückgehen können. Okay, dann mache ich wieder einen auf Stärke. Mal Geschick, naja. Wieder auf Stärke, ich will ja bald die Kanone benutzen können. Von Rest kaufe ich mir jetzt Blutechos-Dinger. Blutfiolen. 13 Stück kann ich kaufen, perfekt. Habe ich 19. Kann man was mit anfangen? Ich sag jetzt schon, ich werde sowieso das erste Mal gegen den Endgegner verrecken. Ich werde ihn mir erstmal wieder angucken. Ich denke mal, da wird ein Endgegner sein. Ich kann es jetzt nicht versprechen, aber. So. Jetzt wird aus Versehen R2 gedrückt, Entschuldigung. Jetzt wird wieder dahin gesprintet. Erstmal klar checken, ob das auch wirklich ein Endgegner sein wird. Könnte ja auch sonst was sein. Kostet mich ja schon nur eine Fiole hier runterzukommen. Wegen dem Leben, die ich verliere beim Springen. So. Nein, nicht das. Gegengift vielleicht. Oh, das bisschen hätte ich mir jetzt auch noch gönnen können, scheiße. Nein! Ja, genau. Fick dich doch. Weißt du was? Fick dich einfach, Bloodborne. Fick dich. Boah, ich könnte mit dem Kopf gegen die Wand. Was soll der hässliche Dreck? Ich würde jetzt rumbrüllen, aber ich glaube, dann beschweren sich meine Nachbarn. Ganz ruhig, Florian. Wie sagt man so gerne? Wusa. Aber so schnell, dass wir nicht unterkriegen, ich schaffe das schon. Habe ich jetzt halt zwei Dinger verloren, aber naja. Ah, meine Blutechos liegen hier sogar noch, auch wenn es nur 155 waren. Diesmal springe ich hier runter, wo richtig ist. Vorhin ein weit zu weit Dingens gesprungen. Ich lasse mich der Typ wieder mit Wahnsinn erwischt, schnell abhauen hier. Der mit seinem Wahnsinn rastet ja voll aus. Dann bin ich sowieso wieder fast tot. Ich muss mich nochmal informieren, was gegen Wahnsinn hilft. Irgendwas muss es doch geben. Dass ich nicht direkt sterbe bei Wahnsinn.
beziehungsweise 90% meines Lebens weg sind. Das wäre echt zum Kotzen. Amygdala. Den kenne ich doch! Boah, krasser Scheiß! Erstmal heilen, mal gucken, was der kann. Ein bisschen eingedrängt hier. Oh oh. Der kann auch anders, okay. Fuck, ich lebe noch! Okay, deine Füße ist vielleicht nicht ganz so schlau. Es wäre cool, wenn man nochmal mit dem Kopf so nach vorne klatschen würde. So wie jetzt. Hat er irgendwas gespritzt? Der hat einen Spritzer gemacht. Ich habe Angst vor seinen Laserstrahlaugen. Die haben es auch in sich. Wow. Noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer, noch scheiße. Springen ist auch nicht gut. Wenn er springt, ist schlecht. Wer hat auch gelacht, wenn ich den Spaß hier nicht kriege? Also so scheißenschwer war er am Anfang jetzt auch nicht, obwohl sein Laserstrahl war ein bisschen sehr OP, fand ich. Ich finde, man muss erkennen, wann er einen Laserstrahl macht und dann muss ich, glaube ich, zu ihm nach vorne springen. Würde ich mal eiskalt behaupten. Dass das was bringen würde. Da haben wir, glaube ich, viel Gift-Damage gespart, weil ich glaube, ich muss mehr auf meine Fiolen achten, wenn ich gegen den kämpfe. Hier runter, nicht links, dann springe ich wieder ins Verderben. Und ich will kein weiteres Mal verrecken, ich will direkt dieses große Viech bashen. Ich weiß auch nicht, der war so... Nein! Der Wahnsinn, der kostet mich jetzt wieder mega viel Leben. Bam. Okay, erstmal direkt wieder... Zwei Fiolen schlucken, danke. Scheiß Wahnsinnsviech. Es singt schon wieder. Ich hasse das Ding wie die Pest. Es gibt kaum was, was mich mehr ankostet als dieses Ding, was mich wahnsinnig macht. Vor allem passt Wahnsinn passt richtig zu dem. Auf jeden Fall direkt angreifen. Angriff! Bam! Bam! Wow. Super, großes Kino. So. Ich glaube, neben dem Endgegners, also neben dem Boss, Füße stehen ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Da kann er mich nur den Stampfer machen, man, dann macht er immer so viel und den, eigentlich habe ich Angst vor dem Laserauge. Damit hat er mich jetzt das letzte Mal... Hat er mich ja jetzt direkt mit einem Hieb getötet. Das war ja zum Kotzen. Wenn ich so sagen darf. Sag ihm einfach so, es war zu kotzen.
Also das Gift jetzt mal hier langsam abschwächen. Boah, so viele Bosse, so viele Gegner, so viele Gegners. Ich habe nur Angst wieder vor dem scheiß Wahnsinn. Der Wahnsinn kratzt mich total an. Warte, gibt's nicht in der Rüstung mit Wahnsinnsresistenz? Ah, Wahnsinn gibt's ja auch. Schnell. Ne, Wahnsinnsresistenz da. Der hat mehr Wahnsinnsresistenz hier. Erdtor. Hier, das Jahrnamen, wie ihr gewandt hat, auch hohe Wahnsinnsresistenz, nämlich das. Mehr Wahnsinn, aber das hier hat mehr, langsame Giftresistenz, deswegen behalte ich das erstmal noch an. Und hier ist es so. Das hier hat mehr Wahnsinnsresistenz. Das hier hat viel Wahnsinnsresistenz. Falls er mich jetzt mit Wahnsinn erwischt, ich renne da jetzt nur schnell dran vorbei. Wahnsinnsresistenz soll ja helfen. Ihr habt mich nicht gekriegt, haha. Und nichts ist passiert. Da ist es steigt, scheiße. Schnell weg. Warum hört es nicht auf zu steigen? Oh, es hört auf, Gott sei Dank. Hat wirklich viel gebracht, sonst hätte ich wahrscheinlich wieder voll Damage bekommen, wäre gestorben. Es ist nicht ganz gestiegen, Wahnsinn, sondern nur zu 3/4. Ich war ja rechts letztens schon da unten, links ist der Endboss. Ich gehe mal wieder hier lang, weil da oben ist noch eine Höhle. Will ich mal abgrasen. Zurück! Meiner steht nicht auf, meiner steht... Nix. So, tot. Jetzt bin ich vorbei. Gucken, was war denn... Bevor ich weiter gegen den Endgegner kämpfe, erstmal nochmal gucken, was da in der Höhle ist. Sauber. Ich weiß, wo wir sind. Da habe ich mal versucht, runter zu jumpen. Einfach so. Das ist ein Fahrstuhl. Oh, ich dachte schon, ich muss mir einen Ring kaufen oder sowas. Besonders special ist. Umso nicer, um gegen den Endboss zu kämpfen, ne? So, jetzt überlege ich aber wieder, das andere zu nehmen, was mehr Rüstung gibt. Weil das Viech macht ja keinen Wahnsinn, der Gegner jetzt gleich, sondern der... Obwohl, das geht alles so, wie es ist. Das hier ist ganz gut eigentlich sogar. Grabwächter-Killt ist gar nicht so schlecht. Von wegen nicht schlecht. Das ist eines der besten. Ja, Hauptsache wegen den großen Wahnsinnsresistenz bald dann auch erstmal an, glaube ich, dieses Beinkleid. Ja, vielleicht nicht so viel meiner Rüstung schon verkaufen sollen. Also, ihr merkt schon langsam, ich hätte ein bisschen aufbewahren. Vielleicht irgendwo hinpacken. Hä? Du, der Kuster lang. Guck mal, wie erwartungsvoll das Viech da hinten wartet. Sieht sehr sexy aus. Bam! Ah, ich lebe noch. Zack, tot. Ich spring noch. Da mich so am Anfang so hardcore erwischt habe, habe ich mir jetzt so gedacht, ist nicht so wichtig. Habe jetzt eine Abkürzung. Darf der Spacko mich ruhig einmal erwischen? Beziehungsweise darf er mich töten? Hat er kaum Blutechos? Habe jetzt hier die Abkürzung. War nicht so schlimm, dass ich jetzt anfangs einmal kurz gestorben bin. Runner! Woo! Ich bin ein Helikopter. So macht der Huma immer.
So. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn überhaupt getötet habe. Vielleicht einfach nur wegen den 700 Seelen. So, mal gegen das Riesenviech. Das schaffe ich schon. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Scheißviech. No risk, no fun. Oh, der lasert. Habe ich aber nicht getroffen. Das macht aber viel. Nein! Ich lebe noch. WTF? Sauber, der Florian. Ich bin gut, ich bin gut. Ich sollte nur ein bisschen Abstand zu seinem Fuß halten. Also wirklich nur sehr wenig. Weil ich zu nah am Fuß bin, einfach, der zerquetscht mich instant. Vor keine Chance dagegen. Ich habe gerade keine Lust mit dir zu spielen. Boah, ich weiß schon direkt, wo ich glaube ich weiter kann, wenn ich das scheiß Viech töte. Das war ja das Unsichtbare, was mich immer getötet hat, das Wahnsinnsviech. BAM! Ich bin gut! Bevor ich mich seinen scheiß Füßen nähere, sollte ich erstmal abwarten, dass er einmal feste zugehauen hat, damit ich da überhaupt unter die Füße komme. Und ich direkt reinspringe, er hat so gesehen zugehauen, ich bin direkt in die Arme reingejumpt, so, hey! Ich bin da, klatsch mich um! Oh, falsch, abgebogen. Hier lang. Viech ist doof. Aber schaffe ich schon. Ich glaube, das wird nicht so schwierig wie das Elektroviech, was ich einmal gesehen habe. Das Elektroviech war nämlich so schnell. Der hier ist ja auch noch recht langsam und träge. Huh. Rein ans Getümmel. Vielleicht? Läuft ganz gut so. Was macht er?
Läuft gut, mega gut so. Einfach neben den Beinen bleiben und immer den Arm anhauen. Ich glaube, ich dangeriser. Was macht er da? Tiff. Nein! Jetzt sieht es so gut, jetzt habe ich so schön immer neben den Beinen da gehauen. Fuck it.